hoch konzentriert, was es hier bald mal heißt, out of Kobele. Aber ups, da bin ich auf die die Feststelltaste gekommen. So, drei Stück. Und da haben wir noch zwei Stacks. Bin ich gespannt, wie weit ich noch komme damit. Um ehrlich zu sein, weit bin ich noch nicht mit dem Weg. Aber was soll's, das wird schon noch. Früher oder später haben wir schon genug Kobel zusammen, um das zu machen. Ah, ich bin ja eh schon beim Wasser. So. So, natürlich gehst jetzt du. Gehen eigentlich nur deine Blätter im Weg um. Ich habe schon wieder einen Apfel. Also, Äpfel sind jetzt nicht mehr ganz so selten wohl. So wie es aussieht. So, 40 noch. Dann haben wir hier mal Ruhe und Geborgenheit. So. So, da bin ich wohl am Ende. Hier muss zwar noch viel gemacht werden, aber für das brauche ich noch mehr Erde und noch mehr Cobblestone. Hätte nie gedacht, dass ich das jemals sagen würde, dass ich das wirklich brauche. Aber bei Minecraft verwundert mich gar nichts mehr. So. Da kann man auch mal Knappheit an Erde bekommen oder an Cobblestone. Aber eher selten. So, wird es etwa schon wieder dunkel. Nicht, dass ich jetzt den Apfel fress, weil der Apfel wäre zu schade zum Essen. Weil die sind so hübsch selten. So, jetzt habe ich gleich den Erdwall hier fertig. Und hab gut Erde verbraten. So. Dann habe ich die paar Erden noch und dann ist es am Ende. So. Tue ich die auch noch rein. Dann habe ich alle beisammen. So. Dann machen wir hier mal voll. So. Ist schon richtig. Wird hier voll gemacht. So, dann kommt hier noch eine straighte Linie rein. So, dann habe ich eh schon fast alles aufgeschüttet. So muss das aussehen. Mache ich hier alles hier voll. So und so. Und es wird schon wieder dunkel. Aber die Erde schaffe ich noch zu verbraten. So.
Ah, es wird sehr rapide gerade dunkel und das macht mir Angst. So, hier darf man ruhig sehen, dass es ein Erdwall ist. So. Jetzt habe ich wirklich die Erde immer noch nicht verbraten. Nee, es fängt das Regnen an. Ist ja auch toll. Na, wird es noch? So, danke. Ich werde nass. So, jetzt gehe ich mal wieder in mein gemütliches Bett. Hier springt ein Reaper rum. Gehe ich hier hoch, mach hier zu. Mach hier auf, schüttel mich kurz. So, passt. Hier regnet es rein. Ach, das habe ich beim Schneiden schon gesehen, dass ich hier offen gelassen habe. Mache ich lieber mal wieder dicht. Habe ich total vergessen, wo ich den Tisch gebaut habe, dass ich hier wieder alles zumache. So. Jetzt kann der Regen draußen bleiben. Jetzt habe ich im Blümchen ein rotes. So. Ach ja. Die Seeds wollte ich wegpacken. So. Respekt. Seeds habe ich jetzt auch einige. Den Apfel packe ich natürlich wieder weg. Dann geht es wieder gut. So. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zusehen. Und ich, weil es regnet, werfe ich mir jetzt weinend ins Bett und sage tschö, bis zum nächsten Mal. So, hallo Leute, da bin ich wieder bei Minecraft. So, heute werden wir mal die Höhle, nicht die Höhle, den Berg ausbauen. Dazu nehme ich viele tolle Sachen mit. Wartet mal kurz, ich muss die Maus noch kurz umstellen. So, passt das. Eisenhammer bei, Holzhammer bei, Schaufelnhammer. Ein bisschen mehr Holz könnte ich schon mitnehmen. Spitzhacke habe ich eine zweite. Axt können wir brauchen. Ich habe sogar eine dritte Spitzaxt. Super, Essen habe ich. Und da draußen steht schon wieder ein Creeper, der mich hier angrinst. Was das soll, weiß ich jetzt schon wieder nicht. Wartet mal. Ich gehe hier immer total unvorbereitet ins Let's Play. Das sieht man schon wieder. So, was wollte ich denn jetzt? Ich wollte noch Holz mitnehmen. So. Und hier. Reingucken? Nö. Haben wir nichts, was wir brauchen können. Ja, passt schon. Haben wir genug dabei? Fürs Erste. Aber ich nehme jetzt erstmal das Schwertchen noch zur Hand. Falls mich doch irgendein Ungeheuer noch angreifen will. Und bam, erstmal voll fett die Axt. Die Streitaxt in den Schädel rein. So. Hier immer noch die kleinen Kühe unterwegs, die kleinen Schweine. Wunderschön. Hier können wir auch wieder durchgehen und die ganze Scheiße abernten. Will ich aber jetzt nicht. Also erstmal auf. Cool. Nehme ich immer gern mit. Erstmal wieder auf. Richtung Zombie-Hände. So. Nehmen wir doch auch glatt mit. Richtung auf Berg und so. Also Heidi Witzka, ab dafür. So, die Bäume müssen auch noch weg. Ich habe die Grafik ein bisschen runtergeschraubt noch, dass es nicht mehr gar so ruckelt. Ich hoffe, es bringt was. Ja gut, wenn man sagt, der Music Player läuft noch im Hintergrund. Und ich glaube, ich habe hier auch so eine Stelle, die immer permanent ruckelt.
Also war das letzte Mal auch schon, dass genau hier geruckelt hat. Vielleicht ist ein Dungeon in der Nähe. Könnte auch sein, so ein Zombie-Spawner oder so. Könnte doch ein bisschen Ressourcen fressen, das Ding. So. Na? Oder mein Computer frisst den Berg nicht. Oder er lädt die Chunks nach. Irgendwie sowas. Dass ich hier in die Bredouille komme. So. Machen wir mal hier auf. Machen wir so. Mache ich mir als alle ESDs mal Stickies. Die sind immer gut. So. 64 Stück aufs Haar. So. Mache ich mir jetzt Leitern? Ach nö, wieso mache ich mir Leitern? Ich wollte ja eine Treppe in den Berg schlagen. Dann bekomme ich schon mal ein paar Rohstoffe, die ich brauchen könnte. Für... Ihr wisst schon was. Für... Oben dann das ganze Ding ausbauen. So, jetzt gehen wir hier ein Stück rein. Juhu, gleich soweit. Und dann sind wir schon auf Stein. Da ist auch die Spitzhacke schon weg. Ist ja Wurst. So. Aber jetzt mache ich hier mal breiter. Weil ein Breit ist auch scheiße hier hoch. Habe ich hier schon? Ja. So. Dann hole ich auch einige Rohstoffe wieder raus. Denn Cobblestone brauchen wir sowieso en masse. Allein schon für den Weg. Dass hier mal was vorangeht. Huch, den. Die Erde klatsche ich auch mal weg. So. Da eine Fackel hin und. Erde weg. Weg. Weg mit dir hin fort. So, Erde mitgenommen. Perfekt. Schön symmetrisch. So. Jetzt gehen wir hier ein Stückchen hoch. So. Dann geht's hier. Auch mal eine Seltenheit, dass ich mich hochgrabe, nicht runter. Und ich hoffe, ich habe jetzt genügend gute Ideen für das Machwerk. Wäre sonst scheiße, wenn nicht. Weil sonst wird das schnell mal ziemlich fade. Sonst hänge ich wieder am Berg oben rum und huch, was soll ich jetzt bauen? Nein, ich bin so dämlich. So dämlich. So. Ich will ja eine Treppe bauen. Aber also was hilft mir das, wenn ich hier meine Stufen weghau? So. Gut. So. Gehen wir noch eine. Könnt ihr eine feste Anzahl an Stufen machen, dann könnte ich hier immer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann machen wir die 7. Die 8. Die 9. Oder? Oder habe ich mich jetzt schon wieder gnadenlos verzählt? Was ich ja immer gern mache bei sowas. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.